Guten Tag aus Sochi, wo wir uns auf den Start des Großen Preises von Russland vorbereiten. Noch haben wir zwar einige Rennen bis zum Saisonende vor uns, nichtsdestotrotz erwarten wir auch heute einen spannenden Grand Prix auf der Strecke, die 2014 im Formel-1-Kalender debütiert. Auf dem Sochi-Autodrom wird auf 56% der Strecke Vollgas gegeben. Die Streckenlänge ist 5,79 Kilometer und es geht vorbei am Schwarzen Meer durch den Olympiapark der Winterspiele 2014. 12 Rechts- und 6 Linkskurven und die spannendsten davon sicherlich 1 und 13, denn das sind die Gelegenheiten zum Überholen. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Reden wir über Richter. Sie haben neulich ein Interview mit einer nicht sehr positiven Beurteilung der Leistung des Teams gegeben. Wie ist deine Meinung dazu? Jeder, der das Team aktuell in der Öffentlichkeit kritisiert, tut ihm damit keinen Gefallen. Klar, manchmal brauchen Leute einen Tritt in den Hintern, aber sehr viel öfter geht es darum, jemanden zu haben, der einen unterstützt und ermutigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit derartigen Bemerkungen besonders viele Freunde in der Werkstatt gemacht haben. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Verstappen, Lewis Hamilton, Richter. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Magnussen, Perez, Weber und Sebastian Vettel. Hülkenberg, Sainz Junior, Alexander Albon und Raikkonen. Grosjean, Stroll, Devin Butler und George Russell. Ricardo und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2019. Wir sind wieder dabei mit dem Großen Preis von Russland. Also, wir stehen tatsächlich auf Platz 6. Es gab keine Gridstrafen vorne. Ich glaube, einzig Ricciardo und Norris haben welche noch bekommen. Die starten am Ende von Platz 19 und 20. Aber das hat uns nicht betroffen. Leider konnten wir uns nicht ein bisschen profitieren. Na gut, umso später die Saison wird, umso eher haben wir die Möglichkeit. Ja, mit der verdienten Gridstrafe stehen wir auf Platz 6. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir hier das Rennen irgendwie gut angehen. Deutlich besser auf jeden Fall als in Singapur. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cooler, so don't go too high with the revs. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier einen richtig guten Start hinbekommen. Um wirklich die Möglichkeit zu haben, schon Lewis Hamilton oder so vor der ersten Kurve anzugreifen. An dem muss ich auf jeden Fall erstmal relativ schnell vorbei. Dann versuche ich mir die beiden Red Bull zu packen. Und da bin ich vorne schon dran an Leclerc und Bottas. Aber wie gesagt, das wird definitiv nicht einfach. Ein Sieg wird kein Selbstläufer sein. Sollten wir aber die Leistung im Rennen auch aus den Trainings, beziehungsweise aus dem gestrigen Qualifying eigentlich nutzen. Beziehungsweise auch im Rennen umsetzen können. Oh, joi. Dann sollte das durchaus machbar sein. Aber wie gesagt, es wird nicht einfach. Platz 6 ist natürlich eine Position, die mich ein bisschen enttäuscht, nachdem was es lief. Aber wie gesagt, die Duellstrafe, die habe ich völlig verdient. Das war einfach, wie gesagt, ein Versehen. Einfach quasi, ja, blöd. Ich bin abgeflogen und habe Verstappen abgeräumt. Muss ich akzeptieren. Ist halt also 5 Plätze. Das ist eine harte Nuss für dieses Rennen. Aber es erwartet uns hoffentlich ein spannendes Rennen. Ich fahre auf jeden Fall die Saison mit Williams zu Ende. Dann mal so abgesehen davon. Also es wird kein Wechsel während der Saison von Williams weggehen. Der Wechsel zur neuen Saison, wie gesagt, wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass ich nächste Saison im Toro Rosso fahren kann. Aber wir müssen halt schauen, wie die Angebote reinkommen. Ne? Wir haben aber danach noch 5 Rennen. Mit Japan. Nächste Woche. Und danach die Woche geht es nach Mexiko, dann geht es nachher in den USA weiter in Austin. In 3 Wochen. In 4 Wochen dann der große Preis von Brasilien. Und in 5 Wochen dann der große Abschluss aus Abu Dhabi. Da wollen wir natürlich dann im Idealfall unseren WM-Titel krönen. Aber das wird nicht einfach werden. Und ich denke, es wird diese Saison nicht werden. Punkt. Aber wer weiß, was der Rest der Saison bringt. Ja, wie das Rennen jetzt hier ausgehen kann, das heute nochmal ein gutes Ergebnis werden. Ja, vor allen Dingen Vettel, unser Rivale im weiteren Platz vorne. Der ist weit hinter uns.
So, der Start ist erfolgt zum großen Preis von Russland. Wir wollen natürlich wieder vorne ran und ich will mich jetzt nicht unbedingt weg noch von einem Auto holen lassen. Und das ist passiert, Magnus ist derweil vorbei. Und vielleicht können wir es jetzt tatsächlich schon in der ersten Kurve uns daneben sitzen. Und das erste Auto angreifen, das ist Verstappen mal wieder. Und den habe ich schon. Also, wir haben uns Magnussen geholt und haben uns Verstappen quasi mit dem gleichen Zug geholt. Und sind jetzt erstmal vorne. Zumindest was die Platzierung betrifft. Fünfter sind wir momentan. Wie gesagt, wenn wir das Ergebnis aus dem Training und so mitnehmen. Dann können wir hier tatsächlich was holen. Und wir sind schon neben Lewis Hamilton. Und den haben wir auch. Wunderbar, Hamilton schon vorbei. Das war zu eng. Das wäre dann nicht gepasst gegen Leclerc. Aber wir haben tatsächlich schon zwei Autos überholt. Und das, was ich wollte. So schnell wie möglich an Hamilton und an Verstappen vorbei. Und jetzt mal da natürlich direkt schon Richtung Podium vorarbeiten. Also wir können das Rennen hier gewinnen, wenn das weiter so geht. Ah, kriegen wir es vor die Position? Nee, wir kriegen es nicht hin. Wir sind nicht in Position, um Verstappen um Leclerc auszubremsen. Während da vorne wir mit Leclerc uns duellieren, ist da vorne Gasly, der muss aber auch noch überholt werden. Angriff gegen Leclerc, vorletzte Kurve, und dann haben wir schon, wir sind schon Dritter. Von 6 auf 3 vorgefahren, schnellste Rennrunde. Und die werden wir nicht holen, aber wir sind vorne. Und das war sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen der Abstand zu Leclerc. Schon ein bisschen größer geworden. Jetzt müssen wir uns jetzt Gasly holen. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Bottas da vorne noch eingefangen bekommen. Wollen wir dieses Rennen hier gewinnen. Ansonsten wird das Ding quasi ein Geschenk für Bottas werden. Weil, wie gesagt, durch unsere nochmal völlig verdiente Gridstrafe wir uns selbst das Leben schwer gemacht haben. So, jetzt setzen wir uns mal ran an Gasly. An den zweiten Red Bull. Der im Real Formel 1 vorne im Toro Rosso mittlerweile sitzt. So, jetzt versuchen wir natürlich. Ja, ich muss ein bisschen jetzt in Position kommen. Bisschen besser. Ich versuche jetzt nicht irgendwie da irgendwie unnötig reinzustechen. Sondern wirklich da in der Position, wenn man immer nicht in der Position bin, mich da vorbei zu drücken. So, und jetzt hätte man eine Möglichkeit, vielleicht anzugreifen. Ist jetzt mal fett, weil ich will mir den Gäste auf jeden Fall vor dem Tunnel holen. Hab ihn. Jetzt haben wir nur nicht kontern. Und ich bleib dabei. Da wollte er schon kontern, aber das Thema ist gegessen. Wir haben ihn abgeblockt. Wir sind auf 2. Von 6 auf 2 in Runde 2. 13 Runden. Jetzt ist das große Arbeiten gegen Valtteri Bottas. Den auf jeden Fall noch irgendwie einzufangen da vorne. Während der dann natürlich da vorne wegzieht. Oder versucht wegzuziehen. So, jetzt haben wir DRS, das heißt, beziehungsweise das hätten wir DRS, wenn wir vorne dran wären. Aber Gasly da vorne hinter uns, der versucht schon mal ein bisschen Druck zu machen im Red Bull. Jetzt muss ich mich ranarbeiten an Valtteri Bottas. Oder vielleicht ein bisschen Glück haben, was die Strategie dann später betrifft. Aber Gasly bleibt dran, der lässt sich nicht so einfach abschütteln wie zwischen Leclerc. Mit dem hatten wir jetzt zum Beispiel in Frankreich auch ein hartes Duell. Was wir am Ende tatsächlich in der letzten Runde auf Platz 5 noch geschafft haben, aber der ist definitiv eine harte Nuss, der Red Bull hinter uns. Der bleibt auf jeden Fall dran und wird uns wahrscheinlich jetzt gleich kassieren. Ich muss jetzt gleich. Ich habe noch nicht, leider nicht die Abstände jetzt im Blick, aber ich habe das Gefühl, dass wir deutlich näher rankommen an Bottas. Ja, ich komme nicht weg, ne? Ich komme nicht so wirklich weg, wie ich das will. Weil die Sekunde, die haben wir nicht. Hamilton, den haben wir mal quasi. 2,0. So. Aber ich will jetzt hier ein bisschen deutlich ranarbeiten an Valtteri Bottas. Das ist jetzt mal eine schnellste Runde, das wird eine schnelle Runde.
38,7. Hat er 0,3 weg. Wobei die Runde gerade gut war, um Gäste langsam mal ein bisschen wegfallen zu lassen. Runde 4 sind wir mittlerweile. Wie gesagt, ich gehe davon. Ich erwarte hier sogar vielleicht sogar den Sieg. Dafür war das Wochenende sehr, sehr stark. Ähnlich wie in Italien ein perfektes Wochenende. Blöd nur, dass diese Gewinnstrafe dazu kam. Aber wie gesagt, ich erwarte das Thema noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt als Pole tatsächlich in die Statistik eingeht. Oder ob wir uns tatsächlich nicht. Ob Bottas die Pole zugeschrieben wird. Was willst du jetzt mit der Strategie, mein Freund? Ich erwarte jetzt, ich konnte jetzt versuchen, auf die Strategie von Bottas zu reagieren in dem Moment. Ich muss jetzt ein bisschen rankommen an ihm, Mina. Wir haben Zeit verloren. Die Runde war nicht so gut, aber ich mittlerweile sage auch die Reifen ein bisschen uns den Kampf an. 1,5 nur noch, also wir haben jetzt mal fast 600, über 600 gewonnen. Hat etwas über eine halbe Sekunde, wir haben jetzt gleich Halbzeit irgendwann drin. Obwohl dieses Rennen hier tatsächlich nicht so viel reifenmordend ist, wie viele andere Rennen. Man kann hier sehr lange fahren mit dem Satz. Und wir sind jetzt langsam auch dran. Erste Zeit, Zwischenzeit, Bestzeit, nur noch 1,2. Wir sind bald im DRS-Fenster von Valtteri Bottas. Jetzt noch nicht, das wird doch zu früh sein. Jetzt rankommen. Also hier ist es definitiv noch zu früh. Ich glaube, wir sind noch definitiv außerhalb des DRS-Fensters. Aber vielleicht auf der Stadt Zielgeraden, beziehungsweise dann kurz danach. Sektor 2 ebenfalls nochmal kurz nachgesetzt. Also ist kein absolut schnellster Sektor, sondern noch ein grüner Sektor. Aber es geht ja um unsere eigene Zeit. Und momentan haben wir 19 Punkte sicher. Während Bottas 25 holt. Also 6 Punkte mehr als wir. Warum 19? Vom Platz 2 gibt es normalerweise 18, plus die schnellste Runde gibt einen Punkt extra, also 19. Ja, ein bisschen. Jetzt habe ich ein Problem gerade, das habe ich mich ein bisschen verzettelt. Es reicht nicht! Durch diesen Fehler reicht es nicht, um ranzukommen. Ich habe da eine halbe Sekunde fast liegen lassen. Ich war so schön nah dran an ihm. Ich habe so schön reingearbeitet in also in die Position. Und dann kommt der. Kleine Rutscher da hinten mit dem Heck. Ja, mal gucken. Jetzt zieht er wieder weg. Also ich glaube, mein Sektor ist normalerweise der letzte. Der erste Sektor sagt, klappt runter. Also wir sind wieder ein bisschen was raufgeholt. Ein Hundertstel immerhin. Jetzt haben wir DS. Jetzt mit DS ransaugen und dann kurz vom Tunnel den Angriff setzen auf Platz 1. Zu weit. Bisschen wieder rausgerutscht. Bleibt noch draußen. Und wir also auch. Haben wir Zeit verloren.
Sehr schön. Ja, er kommt immer wieder an den wichtigen Punkten weg. Es geht einzig und allein gegen Valtteri Bottas. Ich hoffe, dass das Thema Gasly durch ist. Wenn da kein großer Fehler kommt. 6 Runden noch. Wie sehen überhaupt die Reifensituation gerade aus? Auch 41%. Ja klar, ich bin mir 41% auf der Hinterachse. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen pushen. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt bin ich doch deutlich besser in Position als eben. Ja, ich wehre mich halt im Zweifel. So, der Flügel. Ja, geil, jetzt habe ich, meinen Flügel doch. Oh. So, der Wechsel auf die Medium. Ich werde natürlich jetzt nicht mehr, jetzt keinen Flügelwechsel machen. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Release. Jetzt haben wir natürlich mega. Ja, wir verlieren richtig Position. Boah, wir fallen sogar durch bis auf den letzten Platz. Das verstappen wir uns auf Platz 17. Mir gefällt das überhaupt nicht. Im Zweifel arbeite ich mich halt so da vorne. Ist auch jetzt der Teamkollege, ist Platz 18 momentan. Aber wie gesagt, wir alle noch nicht in der Box waren vor uns. 5 Runden vor dem Ende des Rennens. Sind wir die einzigen, die momentan die Medium-Reifen drauf haben? Wir wollen natürlich so gut wie möglich das Ding durchpushen. Das müssen sie, glaube ich, alle hoffentlich in die Box. Die ersten gehen jetzt gleich. Gehen jetzt alle in die Box. Wobei ein paar Autos durchfahren noch. So, es ist keiner draußen geblieben. Hamilton ist auf jeden Fall weit, weit weg zurückgefallen. Wir wollen natürlich jetzt mit den etwa eine Runde alten pushen. Boah, das ist, glaube ich, draußen geblieben sogar. Also sie müssen auf jeden Fall nochmal rein. Das ist klar. Ja gut, Lando Norris, ne? Ach, der war noch nicht in, glaube ich, nee, war der in der Box? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, nee. Ich dürfte eigentlich, dürfte noch nicht drin, dürfte drin gewesen sein, doch. Und
So, Angriffsgelenk Lance Troll und den Toro Rosso davor, wer auch immer das jetzt gleich ist. Albon. Tut mir leid, dann lasse ich dir nicht zu, Lenz. Den Haas ist schon mal vorbei und jetzt geht's gegen Platz 7. Wobei ich vermute, dass sie alle noch nicht drin waren. Und wir damit eigentlich führen müssten. Weil da immer noch einer Minimum auf der Strecke ist. So, ein Bottas sind wir vorbei und damit sind wir jetzt auf hinter Kimi Räikkönen, ja. Aber damit müssen wir eigentlich führen. Und zwar sehr deutlich führen. Weil wir schon fast dran waren am Bottas wieder, nach dem Flügelwechsel. Beziehungsweise nach dem Reifenwechsel. Sobald er nicht auf den Flügel wechseln können. Ja, oh, da liegt ja gut. 3 Runden noch übrigens. Und wenn der Räikkönen noch nicht in der Box war, schon in der Box war mit den Soft, dann fährt er ein starkes Rennen und hat die Chance, hier das Ding zu gewinnen. Aber das wollen wir verhindern. Und ich fahre fast das komplette Rennen mittlerweile auf Fett, ne? 3,1, nur noch der Rückstand auf Kimi Räikkönen. Aber der wird wahrscheinlich deutlicher aufzuholen sein als Bottas. So, kleiner Abriss in Singapur jetzt auf jeden Fall mit dem vielleicht Sieg in Russland. Boah, das ist hinter Gasly zurückgefallen auf Platz Virtual 3. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein Alltime perfektes Wochenende fahren. Und zwar eigentlich alle Sessions dominieren. Erste, zweite, dritte Training. Qualifying. Rennen und schnellste Rennrunde. Und damit geht Kimi in die Box. Und wir sind wieder in Führung. Jetzt mittlerweile von Pierre Gasly. So. Einmal kurz umstellen. Wieder auf Mix 2. Und damit sind wir vorne. Und zwar deutlich vorne. Gasly jetzt vorbei erst. Hamilton ist mittlerweile Dritter, also nix Bottas. Der hat viel zu lange gebraucht und viel zu lange gezögert mit seinem Stop und hat sich so seinen zweiten Platz und seine gute Ausgangsposition einfach schlichtweg kaputt gefahren. Da war Führung deutlich, hätte früher in die Box gehen müssen, wir haben es getan und dann haben wir uns dann vorgearbeitet. Und zwar durch den Boxenstop. Den früheren. Genau, zum richtigen Zeitpunkt. Klar, wir sind mega im Verkehr noch vor, hier in die Box gegangen. Aber wir führen. Hamilton ist dran, immer so ein Gasly. Hamilton auch ein starkes Rennen mittlerweile gefahren. Kommt von, der kam ja auch von Platz 1 also Platz 5 da. Wir sind ja von 6 auf 1. Und es sieht gut aus, als könnten wir hier in Russland gewinnen. Nächste Woche übrigens, kleiner Ausblick schon nach Suzuka an Japan. Eine Strecke, die mir nicht so ganz persönlich liegt. Früher mal sehr gerne gefahren. Aber auch in Singapur, da wollen wir tatsächlich nochmal ein gutes Ergebnis fahren. Und danach kommen eigentlich relativ einfache Strecke. USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Das sind 4 Strecken, die mir persönlich sehr gut gefallen. Also, ja, mal gucken. Aber heute definitiv hier nochmal eine Ausnummer. Vor allen Dingen, wenn Vettel nicht viel holt. Ferrari nicht viel holt. Da liegt der Kimi auf Platz 4. Würde mich freuen, wenn er das schaffen würde. Vorletzte Runde. Und wir machen das super entspannt sogar. Also wir führen ohne Probleme. Ich kann das Auto vernünftig nach Hause fahren, trotz des kaputten, etwas angeknacksten Flügels. Kann ich das Ding ziemlich entspannt nach Hause gehen. Es war ein alles in allem eigentlich rundum gelungenes Rennwochenende. Wie gesagt, abgesehen davon, wie gesagt, mit dem verschuldeten Unfall, mit dem blöden, für mich selber verschuldeten und blöden Unfall mit Max Verstappen. Wie gesagt, habe ich mich weggedreht und wollte ihn eigentlich vorbeilassen. Ich dachte, er bleibt auf seiner Außenlinie und dann fährt er mir innen in die Karre. Also da war aber, wie gesagt, ich stand da blöd im Weg. Das darf nicht passieren. Punkt. Ich wollte ihn definitiv nicht abschießen. Ja, für Verstappen auf jeden Fall ein rabenschwarzer Samstag und ein rabenschwarzer Sonntag. Quatsch, auf Freitag also war es ja passiert. Im Training 2 ist es ja passiert am Freitag.
Naja. Ein kleines Ründchen noch danach. Also wir sind gleich durch. Und fast da Hamilton derweil vorbei an Pierre Gasly. Ja, so stark vom Hamilton. Aber wenn einer ausscheidet, dann steht ein Alpha zum Beispiel auf dem Podium. Und das ist Kimi Räikkönen momentan aber bei P4. Ach ja, mit einem super Rennen. Es könnte passieren, dass er tatsächlich uns die Man of the Race wobei, wegnimmt und Gasly gleich der Angriff gegen Hamilton. Wobei es gut ist, dass der Hamilton vorbei ist. Das ist gut für die Fahrer, für die Konstrukteurs-WM, wenn die drei Punkte weniger. Wenn die drei Runden weniger Benzin Punkte weniger holen, wäre das für uns ganz, ganz wichtig, ob sie 10 Punkte aufholen, beziehungsweise 11 Punkte verlieren. Ich glaube, es reicht aber noch nicht, um vorbeizukommen. Der Abstand war noch ein bisschen zu groß. Gestern wieder vorbei an Hamilton. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass der Hamilton vorbeigeht noch. In der nächsten DS-Zone müsste er ihn eigentlich wieder kassieren. So, ich gehe mal auf meine Magermischung, weil ich habe den Abstand ist groß genug. Kann ich mir eigentlich Gott sei Dank erlauben. Die letzten Meter, viel haben wir nicht mehr. Jetzt geht es nochmal hier durch die zweite DRS-Zone Richtung Tunnel. Und dann sind es, glaube ich, noch 3 oder 4 Kurven und dann sind wir durch. Und haben uns den nächsten Saisonsieg geholt. Ich hole jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen den Motor. Hier geht es durch den Tunnel durch. Hamilton wieder vorbei an Gasly. 10,3 der Vorsprung, also das ist klar. Aber wie gesagt, wir machen es ganz locker und entspannt, auch wenn die Runde definitiv nicht gut sein wird. Jetzt die letzten zwei Kurven, hier ist die Boxeneinfahrt und dann gibt's den nächsten Sieg zu bejubeln, liebe Leute. Dann haben wir es dann doch noch geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber nach dem Trainingsergebnis war das hoffentlich, war das super. Yes! Wir melden uns wieder zurück. Sieg für Team Williams. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich bin froh, dass sich die Anstrengungen des Teams gelohnt haben. Gasly freut sich natürlich über Platz 3. Das ist auch ein gutes Ergebnis für ihn. Ja, wenn das mal nur in echt so wäre. Dann Williams vorne. Welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Romain Grosjean ist für mich der Fahrer des Tages. Oh, Grosjean. Ich denke nicht, dass ich jemals solch eine starke Leistung von ihm gesehen habe. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, 60 Punkte sind das immer noch, ne? Mal so nebenbei, die holst du mal eben alleine gegen so ein Top-Team nicht auf. Aber was die Fahrer-WM betrifft, sind wir sogar mittlerweile wieder im Rennen Platz 2 sogar. Das sind nämlich auch nur noch 15 Punkte gegen Valtteri Bottas. Ja, die letzten Rennen erwarten auf jeden Fall, sind auf jeden Fall spannend. Jetzt nochmal. Vettel konnten wir sogar im nächsten Rennen schon kassieren. Bottas, wenn er ausfällt und wir das Ding wieder gewinnen oder Zweiter werden. Ja. Ja, mal gucken, wie es läuft im nächsten Rennen. Dann noch keine Punkte für Albon und George Russell. Aber ich habe damit auch alle Teampunkte. Warte mal, wie sieht denn ist das Rennen ausgegangen? Zehnter ist Rennen. Ach, Rennen ist sogar noch Zehnter geworden. Weber ist das auf Platz 4.
Das war gar nicht Räikkönen, das war Weber. Wow, auch starkes Ergebnis, definitiv. Also für einige Teams auf jeden Fall sehr starke Ergebnisse, definitiv. Muss ich mal so sagen. Ich freue mich auf jeden Fall top über diesen nächsten. Nun zu ein paar Fragen. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Ja, perfekt. Für den Ruf jetzt mal steigern wieder. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall die Arbeit in den Motor bereiten. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? So. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? So, einmal kurz Fairness erhöhen. Danke für den Kommentar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass dieses Ding noch durchgegangen ist. Dass wir das noch gewonnen haben. Aber wie gesagt, es war ein starkes Wochenende auf jeden Fall. Die Trainingsergebnisse waren deutlich überlegen. Auch im Qualifying waren wir eigentlich gut dabei. Mit über einer halben Sekunde. Und dann haben wir es echt im Rennen noch aufgeholt. Auch wenn wir zum Beispiel zwischendurch ein bisschen Platz machen mussten. Gegen Verstappen und auch gegen Valtteri Bottas. Aber wir haben es tatsächlich da relativ gut hinbekommen. Ich habe die Rivalität gegen Russell gewonnen. Mit einem Rennen besser. 16 oder besser. Wunderbar. Nochmal. Oh, geil. Schön mal für den Ruf nochmal hochgepusht. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. So, Vertragsverlängerung. So, warte mal. Ich kann mal gucken. Von hier aus können wir das Team ändern, mit dem wir verhandeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Nee, werde ich jetzt nicht machen. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Ja, machen wir es so. Also akzeptieren wir das ursprüngliche Angebot? Wenn du damit zufrieden bist, dann wäre die Sache natürlich geklärt. Jedoch glaube ich, dass wir beim nächsten Mal noch energischer versuchen sollten, bessere Bedingungen auszuhandeln. Ah, ich habe schon. Ja, ich habe definitiv was so gut gemacht. Ich wollte mich erst zu Red Bull wechseln, zu Toro Rosso wechseln nach der Saison. So, dann können wir nochmal was reinhauen in die. Stabilisierfähigkeit, Antrieb. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ich habe 400 Punkte. Ich bekomme keine Ressourcenpunkte mehr, ne? Passt ja. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal ins sechste Rennwochenende. Gehen wir rein. Wir haben noch ein anderes Event. Brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, ich fahre die ja nicht. So, na, wir gucken schon mal, was das nächste Rennwochenende bringt. Und das ist der große Preis von Japan in Suzuka. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin und bei Let's Play F1 2019.